Und damit herzlich willkommen zu den letzten zwei Spielen. Jetzt um die Medaillen geht es. Ich habe ja gesagt, dass es die Entscheidung jetzt gibt und die gibt es jetzt auch. Da mache ich wirklich keine komischen Sachen und ziehe das auch durch. Und ja, jetzt sehen wir uns hier im Spiel um Platz 3 wieder. Sehr harte Duelle sind hier wirklich gespielt worden. Unter anderem hatte ich heute auch ein sehr hartes Match gegen Goldback, der im Finale steht. Und ja, ich bin im Viertelfinale leider sehr bitter ausgeschieden. Ich hatte ihn zweimal am Rande der Niederlage, hab's aber am Ende nicht mehr gepackt. Und ja, war schon ein bisschen enttäuscht, weil er hat aber mehr drin, aber im Endeffekt sage ich mir dann auch, dass das alles nur ein Spiel ist und dass es ganz normal ist, wenn man mal verliert. So, jetzt gehen wir mal zum Spiel um Platz 3 mit Toni T. und mit Mara. Mara ist für Deutschland und Toni T. für die Türkei. 1 zu 1 steht es. Und wir machen wieder bis 3. Also wie immer eigentlich. Das bedeutet, 3 Sätze muss man gewinnen mit A3 Punkten, die man erzielen muss pro Satz. Also wie gerade alles sehr verständlich und ja, Mara spielt momentan auch ein sehr krasses Turnier, ist wirklich einer der Favoriten gewesen, aber hat es leider am Ende nicht geschafft gegen Chile. Das war, weil sie lernen, der Typ ist wirklich gut gewesen, hat Mara wirklich gefordert. Beide sehr gleich stark gewesen, hätte auch im Finale sein können. Und ja, am Ende wird Puma Boy, weil sie lernen, gegen Goldback im Finale spielen. Und ja, der Goldback hat mich ja ausgeschaltet im Viertelfinale. Der Niederländer jetzt mit der großen Chance zum großen Wurf zur Goldmedaille. Ich gönne es ihm natürlich auch. Da bin ich nicht so einer, der nachträglich dann da was gegen hat. Also ich gönne es wirklich beiden. Auch Goldbeck, weil er mich wirklich auch am Ende dann rasiert hat. Naja, konzentrieren wir uns erstmal auf das Spiel hier. 1 zu 0 für Mara jetzt. Und jetzt ist Matchball und sie könnte für Deutschland die Bronzemedaille holen. Das wäre auf jeden Fall was Gutes für uns Deutschen in der Medaillenspiegel. Das wäre sehr, sehr gut, aber natürlich Toni T. möchte die Türkei auch nach vorne peitschen. Mal sehen, was da jetzt geht. Oder was da überhaupt noch geht, da Mara wirklich gerade einen Lauf hat und wahrscheinlich dieses Spiel auch für sich entscheiden wird. Nach momentanem Stande wird sie das Ding holen, aber nicht zuvor, laut Marcel. Sonst ändert sich das Ganze noch, aber ich denke mal, ja, 2-2. Und dann holt Mara doch noch die Bronzemedaille. Genau, da spricht der Basti was Wichtiges an. Wir hatten bisher noch keine weibliche Olympiasiegerin. Meistens nur Jungs. Liegt aber auch daran, dass viele Mädchen sich gar nicht für Olympia interessieren. Allgemein gibt es da sehr wenige. Aber gut. Ist halt so. Und jetzt sind wir im Finale angelangt.
und das Spiel bestreiten, weil sie lernen für Chile und Goldbeck für die Niederlande. Das sieht man schon gut an den Trikots, vor allem bei Goldbeck mit den Niederlanden. Und ich wünsche beiden jetzt viel Glück. Mal sehen, wer sich das Teil am Ende schnappt. 1-0 für weil sie lernen. Und wie gesagt, ich mache nochmal Werbung für morgen. Morgen gibt es Haustierrennen, ja. Bitte kommt ins Habbo Hotel oder guckt euch das am Ende auf YouTube an. Ich hoffe, es wird episch, weil ich immer das so episch hier anspreche. Deswegen hoffe ich, dass es nicht ein Flop wird. Wäre irgendwie schade. 1 zu 1. 1 zu 1 jetzt zwischen Niederlande und Chile. Gut, die beiden haben es aber auch wirklich verdient, im Finale zu stehen. Das sind wirklich gute Spielzüge von beiden. Sie kontern direkt. Sind in der Defense auch sehr, sehr stark hier. Gut, das ist ein Fehler, den mache ich auch oft. Wie Goldbeck gerade. Und bitte entschuldigt das Ganze, wenn ich jetzt immer noch ein bisschen zu krank bin. Aber ich möchte unbedingt hier das kommentieren. Deswegen verzeiht mir das ganz mal bitte. Das wäre ganz gut. Und ganz nett. So, 1 zu 0 für Weil sie lernen jetzt. Jetzt führt aber Goldbeck im zweiten Satz. Und jetzt laggt es. Wie immer. Einmal wird es immer laggen hier in diesen Videos. Irgendwie total blöd, aber ist halt so. 2-0 für Goldbeck. Er kann den Ausgleich holen. Stark. Und dann so ein Fehler. 1 zu 1 und jetzt sind wir im entscheidenden Satz zwischen Holland oder die Niederlande gegen Chile. Also es kann sehr, sehr spannend werden. 1-0 Holland. Zwei Null, Matchball. Jetzt wird es eng für die Chile, für die, ja, Chile, für Chile, ja. Ja, und dann holt sich Goldbeck die Goldmedaille. Eieieiei. Silber geht an Chile und die dritte Medaille, die Bronzemedaille, geht an Mara. Sie holt für Deutschland, so wie ich gestern, die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch an alle Athleten. Ich hoffe, ihr da draußen schaltet morgen wieder ein, wenn es dann heißt Olympia 2016. Mal wieder. Wir sind jetzt schon bald bei der Hälfte angekommen. Das ist so krass. Die Zeit geht so mega schnell einfach. Das ist nicht mehr normal und jetzt, ja, merkt man aber das auch so langsam, dass das viel Arbeit ist, vor allem mit den Videos und so weiter. Das ist viel Arbeit, aber es macht doch sehr viel Spaß und nach diesem Monat, ja, wird sich das Ganze schon irgendwie auszahlen, vor allem mit den Views, aber auch mit den ganzen Erinnerungen, da das das letzte große Turnier erstmal vorerst sein wird, was von Basti veranstaltet wird. Aber gut, das ist erstmal eine andere Geschichte. Da können wir uns mal in der letzten Woche unterhalten. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Haustierrennen. Tschüdelü, ciao.